Und wir kommen zur folgenden Kandidatur, eine gemeinsame Nominierung der GUE NGL, nämlich Edward Snowden, Antoine Deltour und Stéphanie Gibaud. Das Wort erhält Fabio De Masi. Er wird die drei Kandidaten vorstellen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, dass ich hier die Kandidatur meiner Fraktion begründen darf, die Vorschläge meiner Fraktion. Es besteht kein Zweifel, dass es leider viel zu viele Persönlichkeiten gibt auf internationaler Ebene, die Verfolgung, die Unterdrückung ausgesetzt sind. Und einer der Vorschläge, der hier auch präsentiert wurde von anderen Fraktionen, Raif Badawi, ist ein Vorschlag, der uns auch persönlich sehr bewegt. Die Ausführungen meines Kollegen von den Grünen sind zuzustimmen, dass das Leid von Herrn Badawi sich mischt mit dem Geruch von Öl und mit unheiligen außenpolitischen Allianzen. Wir haben uns dennoch entschlossen, dieses Jahr uns für drei andere Persönlichkeiten, zwei davon auch aus der EU auszusprechen. Wir wissen, dass es nicht üblich ist in der Regel, in der Tradition des Sacharow-Preises Persönlichkeiten vorzuschlagen, die selber aus der EU stammen. Wir haben dies aber sehr bewusst getan. Herr Kommissionspräsident Juncker hat ja kürzlich in seiner State of the Union-Ansprache davon gesprochen, dass die EU in keinem guten Zustand sei. Und auch wenn wir Herrn Juncker in vielem nicht zustimmen können, können wir ihm hier zustimmen. Und wir haben uns von daher entschlossen, diese drei Persönlichkeiten zu nominieren, weil sie beispielgebend sind für eine Einschränkung des Rechtes auf geistige Freiheit auch in der Europäischen Union. Denn dazu zählt das Recht auf Information. Und das Recht auf Information wurde diesen Persönlichkeiten verwehrt. Ich will zu den einzelnen Vorschlägen kurz etwas sagen. Edward Snowden, dazu muss ich nicht viel ausführen. Er war bereits einmal vor 2 Jahren vorgeschlagen. Er hat die Massenüberwachung auch in Kooperation mit Regierungen und Geheimdiensten aus EU-Mitgliedstaaten aufgedeckt gegen eine Vielzahl von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern. Und bis heute sitzt er in Russland und hat keinen Kronzeugenschutz, kein Asyl in einem EU-Mitgliedstaat gewährt bekommen. Und wir glauben, dass es an der Zeit wäre, diesen jungen, mutigen Mann für seinen Mut zu belohnen und auch unserer eigenen politischen Feigheit ins Auge zu sehen, entsprechend ihm Schutz zu gewähren. Unser zweiter Vorschlag, Antoine Deltour, ist spätestens seit den Enthüllungen zu den sogenannten Luxemburg-Leaks bekannt, beschäftigt uns auch derzeit hier in einem Ausschuss im Europäischen Parlament, dem ich selber angehöre. Und auch für Herrn Deltour gilt, dass er zu keinem Zeitpunkt die Absicht hatte, in den Fokus der Öffentlichkeit zu geraten. Er hatte keine politischen Absichten verfolgt, sondern er hat als einfacher Bürger entschieden, das Richtige zu tun und die Öffentlichkeit über Steuerdeals Luxemburgs mit internationalen Konzernen, damals auch unter der Ägide des amtierenden EU-Kommissionspräsidenten, aufzuklären. Und dafür sitzt er nun gemeinsam mit einem Journalisten, Edouard Perrin, auf der Anklagebank in Luxemburg. Und es drohen ihm bis zu 5 Jahre Haft. Die Kandidatur, die Persönlichkeit von Stéphanie Gibaud ist ähnlich gelagert. Sie war Leiterin der Kommunikationsabteilung der Privatbank UBS in Frankreich und hat sich irgendwann entschieden, Praktiken dieser Bank, unter anderem sehr wohlhabenden Bürgerinnen und Bürgern bei der Steuerhinterziehung zu helfen, nicht mehr länger hinzunehmen. Sie hat zunächst versucht, auf ganz normalem Wege innerhalb ihres Unternehmens auf diese Missstände hinzuweisen und wurde anschließend entlassen. Sie wurde bedrängt, ihre Familie wurde bedrängt. Und sie hat dann anschließend, wurde von einem Gericht glücklicherweise ihre Entlassung für nichtig erklärt. Sie hat die französische Regierung mit weiteren Informationen versorgt und engagiert sich nun für ein Netzwerk Pila, das Whistleblower weltweit schützt. Wir glauben, dass mit diesen Nominierungen zum Ausdruck kommt, dass wir auch in der Europäischen Union nicht davon ausgehen können, dass die Gleichheit vor dem Gesetz zu jedem Zeitpunkt gilt. Das gilt nicht
im Hinblick etwa auf die vielen und die große Mehrheit der anständigen Bürgerinnen und Bürger in Europa, die hart arbeiten, Steuern abführen, während multinationale Konzerne sich einen schlanken Fuß machen. Dieselben Menschen, die derzeit der verheerenden Politik der Austerität ausgesetzt sind. Und dies gilt nicht für jene, die wie Deltour, Gibault oder Snowden auf Missstände hingewiesen haben, denen entweder das Recht auf Asyl verwehrt wurde oder die nun auf der Anklagebank sitzen. Und wir glauben, dass die Europäische Union daraus unzureichende Schlussfolgerungen gezogen hat. Wir verhandeln ja zum Beispiel im Europäischen Parlament die sogenannte Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, in der faktisch und effektiv Leuten, Persönlichkeiten wie Herrn Deltour, einfachen Bürgern, der Schutz weiter verwehrt wird. Er wird sogar faktisch abgesenkt. Deswegen sind wir der Überzeugung, dass dieser Preis nur an Würde und Format gewinnt, wenn wir den politischen Mut besitzen, Verzeihung, auch die Missstände hier vor unserer Haustür in der Europäischen Union anzusprechen. Deswegen werbe ich bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen für Unterstützung für unseren Vorschlag. Vielen Dank. Merci.